Was ist privates Recht? Zunächst mal, statt privatem Recht kann man auch genauso sagen Privatrecht. Also die Frage könnte auch lauten, was ist Privatrecht? Fragezeichen. Und die Antwort lautet für beides hier, Privatrecht oder privates Recht ist die Beziehung Bürger-Bürger. Das Gegenteil von privatem Recht ist öffentliches Recht. Und öffentliches Recht ist die Beziehung Staat-Bürger. Und Staat-Bürger ist übergeordnet, untergeordnet. Der Bürger ist untergeordnet, der Staat ist übergeordnet. Steuerrecht zum Beispiel ist öffentliches Recht. Aber Privatrecht oder privates Recht ist Bürger-Bürger, das heißt eine Beziehung auf Augenhöhe. Ja, es gibt hier auch keine Unterscheidung mehr innerhalb, dass man sagt, man gehört zum Bürgerstand oder man ist Bauer oder man ist Leibeigener oder so etwas, wie wir es ja in der Geschichte mal hatten, sondern hier gibt es nur Bürger und auf der anderen Seite auch nur Bürger und keine Differenzierung mehr innerhalb der Menschen, wie wir es in der Geschichte mal hatten. Wir hatten in Preußen mal ein Dreiklassenwahlrecht. Ja, also je nach Stand hatte man unterschiedliche Möglichkeiten hier per Wahlen mitzuwirken. Das haben wir alles nicht mehr, sondern wir haben Bürger-Bürger, eine Beziehung auf Augenhöhe. Ja, Mietrecht zum Beispiel, Kaufvertragsrecht, das ist alles Privatrecht. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert, vielen Dank.